Oh nee, oh nee. Bob Marley, nein. Scheiße. Hallo Bob. Hallo. Hallo. Ich habe wieder Bob Marley getroffen. Und er hat mich erschreckt. Aber was soll's? Heute geht's ab nach Kavala. Ja. Spaß wird auch langsam langweilig. Huch, hallo, 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 halt, hallo, Hilfe, Hilfe. Oh, Sie schon wieder, Herr General. Ja, ich habe Sie gesucht. Was? Sie haben mich gesucht? Wer möchte was? Achso, ja, ich habe Sie gesucht. Mensch, machen Sie mir jetzt keine Angst, sonst kacke ich mir in die Hosen hier. Nein, ich hier auf offener Straße. Und ich vor unserem Herrn Sanitäter da hinten, der guckt gerade her. Was? Sani? Ja, hallo, Herr Doktor. Ja, alles. Oh mein Gott. Herr Doktor sieht alles. Herr Doktor, ja. Ich habe Angst, der sucht mich, ich habe Angst. Ja, Herr Doktor, ich möchte Sie mal um etwas bitten. Was? Ja. Der Herr Mr. Sungu, der ist ein sehr netter, lieber Mann, aber ich fürchte, mit seiner Psyche ist nicht alles in Ordnung. Was? Nee. Alles klar, dann... Nee. Sie lassen mal die Finger weg von mir. Ja, aber hallo, wo sind denn wir hier? Ach, weg! Ey, ah. Ich bin nur ein Pflaster. Nein, kein Pflaster. Pflaster sind die Gitter. Weg! Nein! Weiß. Gehen Sie weg von mir! Achso, Sie stehen ja tot. Hallo! Ja, genau. Wir wollen Ihnen nicht tun. Mensch, jetzt kommen Sie schon zu zweit. Das macht mir Angst. Der Herr Doktor, der werte Herr ist ja ein Arzt. Der möchte Ihnen nur helfen. Ja, der Dr. Walker. Alles klar, ne? Hey, weg. Sicherheitsabstand. Soll ich 5 Meter. Was? Mr. Sungo? Ja? Entweder Sie gehen jetzt freiwillig her, oder ich hole mein Betäubungsgewehr. Was für ein Gewehr? Sind Sie Jäger? Ich dachte, Sie sind Notarzt. Ja, zur Betäubung von Elefanten nützt es auch. Elefant? Bin ja kein Elefant. Oder wo ist ein Elefant? Ja. Und von Pferden. Pferden? So. Was? Beruhigungsspritze. Nee. Mensch, mir wird's ganz schwingelig. Uah. Mensch, was haben Sie mir da schon wieder gegeben? Uah. Nur etwas Valium. Uah. Ich rolle vom Berg. Uah. Ich bin eine Kugel. Oh Mensch, ist das stark, das Zeug. Ja. So, verstehe, was ich meine, oder Herr Doktor? Meine Güte. Sie verstehen, was ich gemeint habe mit, Ja. Ja, sieht nicht ganz so gesund aus. Sind Sie als Kind eventuell mal auf den Kopf gefallen? Was? Was für ein Kopf? Ich glaube nicht als Kind. Ja, genau der. Welcher Kopf? Oh Mensch, genau. Was ist denn das für ein Schuh? Hallo Schuh. Das ist meine. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Okay. Was? Ich schreibe Ihnen jetzt mal die Nummer von meinem Kollegen auf. Der ist ausgebildeter Fachpsychiater. Psychiater? Ich brauche keinen Psychiater. Warten Sie, sehen Sie da im zweiten Stock das erste Fenster links? Von links. Ja, da ist ein Fenster. Da ist sein Büro. Wo? Zweiter Stock, erstes Fenster von links. Okay, ich gehe mal gucken. Im Krankenhaus. Alles klar. Ja, das ist nicht das Krankenhaus. Hallo! Nicht Mann, ist das ein schäbiges Büro. Wer hat denn das hier eingerichtet? Sind da nicht mal Türen drinnen, nicht mal Fenster? Und das soll ein Psychiater sein? Das ist kein Büro. Oh Gott, ja. Mensch, Sie rauchen ja heimlich. Ah, so als Notarzt ist das ja ganz klar. Die kommen ja ganz schnell an sowas ran. Ich habe mal eine Frage an Sie. Mhm. Was? Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich? Ja. Ja, genau Sie. Gute Frage, das weiß ich selber noch nicht.
Ah, ja. Bootinspekteur war ich gerade. Bootinspekteur, das klingt ja sehr spannend. Was machen Sie da, außer Boote zu inspektieren? Obwohl, ich glaube, das ist eigentlich schon die Hauptaufgabe, oder? Ja, Sie Schlaubauer. Haben Sie auch schlau gedacht, ne? Sind Sie ja nicht so ein Schnelldenker, ha? Nicht immer. Ja. Dafür ist es schon zu spät. Ja, sollte auch langsam schlafen gehen. Magst du mitkommen in meiner Butze? Was? wo möchten Sie denn jetzt gerne hin? Ja, schlafen gehen. Nee, davor essen und kacken und trinken und essen. Ja. Sie wollen was essen? Ja. Ja, dann... Was soll es denn heute geben? Ja, das weiß ich so ja noch nicht. Muss ja selber erst gucken gehen. Ja. Oh Mensch, gut. Sie lachen mir zu viel. Das wird mir langsam zu viel. Nee. Zuerst ja, suchen Sie mich und dann lachen Sie in einer Tour. Nee. Darf ich Sie vielleicht auch was zu essen einladen? Nee. So weit kommt es noch. Ich bin weg. Tschüss. Huch. Hallo, Mo. Ja, bitte? Guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Mo. Gut, dass Sie da sind. Ich wollte gerade zu Ihrer Taverne kommen und ein Bierchen trinken. Aber Sie waren nicht da. Ja, fragen Sie. Was denn mit der Stimme los? Fangen Sie auch statt... Ich hab doch immer was dabei. Bier. Ja. Lassen Sie es schmecken. Sie sind eindeutig mein wahrer Mo. Kommen Sie, guten Tag, Herr Sheriff, auch kommen Sie doch mit auf ein Bierchen da auf dem schönen Gartenstuhl gedöns. Ja, ich bin ja noch hier zu Ihnen heute. Ja. Ist ja Latte, sieht ja keiner, Mo. Ich sag nichts weiter. Huch, will mich ja nicht hinlegen. Alles ruhig bis jetzt. Ja. Mensch, will mich hinsitzen. So. So, dann Prost, lieber Mo. Ja, Prost. Wow, Mo, ich sehe sie zweimal, Mo, oh mein Gott, was haben sie denn da wieder gemixt? Ja, das ist nur das Beste. Ja, ich sehe es, das ist ja krass, ich sehe alles in 3D oder 4D. Oh, jetzt ist es wieder weg. Was watschelt denn der hier so lang? Sucht er was? Hat er eine Münze verloren? Keine Ahnung. Warte, ich frage ihn mal. Hier wird was getrunken, hab ich gehört. Sir. Was watscheln Sie denn hier so entlang? Suchen Sie eine Münze? Nee, nicht ganz. Ich schau mal ganz kurz, ob hier noch die Halter von den Fahrzeugen vor Ort sind. Ah, und ich dachte, Sie suchen Ihren Donut. Ja, da, falls Sie mich nicht suchen. Nee. Bitte? Was mit dem Fahrzeug, nicht? Nee, alles in Ordnung. Ich habe nur mal eine Halterabfrage gemacht, um zu schauen, ob hier der Besitzer noch auf der Insel ist oder nicht. Jonas? Er ist bestimmt da. Hey, Jonas! Lass mich das Auto in Ruhe, das ist ein nagelneuer Sheriff. Mr. Sungo? Haben Sie einen Joint, weil Sie Jonas heißen? Das ist nagelneu. Ich fasse es ja nicht an, ich schaue mir hier nur mal das Nummernschild an und dann... Ach so, okay. Dann habe ich Sie niemals gefragt um einen Joint. Das ist alles bitte in Ordnung, Herr Sheriff. Haben Sie nie gehört. Haben Sie was gegen Ausländer? Was wollen Sie mich fragen? Über Fahrzeuge? Ach ja, ja, die sind da drüben. Ah, okay, ja, dann... Jonas, dann danke schön. Da steht gar kein Kennzeichen drauf. Ja, doch, müssen wir mal rechts in die Ecke schauen, da steht so eine kleine eingravierte Zahl.
Oh, ich sehe Bier. Berliner Kindl. Könnte auch an meinen Augen liegen. Sollten mir eine Brille zulegen. Ich kann die Kollegen. Mensch, ich will Bier. Brauch mehr Bier. Ja, ja nee, der ist mehr so der Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Ja. Ist das Auto illegal, Herr Kommissar? Herr Sheriff, Sie sehen irgendwie halb verdurstet aus. Mensch, will da rein. Illegal. Ja. Ist es. Kann man denn sowas kaufen, so ein kleines Schnicki-Ding hier? Beim LKW-Händler, glaube ich. Ja, beim LKW-Händler. Der hat da eine ganze Garage voll. Frau Officer! Geldlein, dass ich mir den kaufen kann, der oder verlangt nicht? Sushi. Na, ich denke, dass er nicht... Ja, bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie mir einmal begleiten? Ich habe eine Frage an Sie. Ich soll Sie begleiten? Ja, das wäre lieb. Okay, ich komme mit. Das ist nett von Ihnen. Und zwar folgendes. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Und wie geht es Ihnen? Ja, ich hoffe bald besser. Es hängt natürlich alles in Ihrer Hand. So. Es hängt alles in meiner Hand. Ja. So, da sind wir. Und zwar folgendes. Ich bin Biertrinker. Und das ist ein Bier-LKW. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie aufschließen können, denn ich habe Durst. Nein, das kann ich leider nicht ohne den Besitzer oder den Halter dieses Fahrzeugs fragen. Eben, und dazu brauche ich Sie. Können Sie mir den Besitzer ermitteln? Den Besitzer kann ich ermitteln anhand des Kennzeichens, ja. Oh, das wäre lieb. Ich kann ja mal den Besitzer anschreiben, ob er mal Zeit hat, hier vorbeizuschauen und ihn da aufzusperren. Er wird wohl hier sein, wenn er hier parkt. Und er hat ein öffentlicher Parkplatz für komplett Umgebung. Ja, müssten wir den Herrn suchen. Schauen wir mal. Das wird ein Krümeljagd. Das sind eine Krümelspur. Ich glaube, da ist dein. Oh, hallo General. Ja, genau. Das ist schon wieder. Ja. Guten Tag. Ja, guten Tag. Sie wissen schon, ne? Immer schön Abstand halten. Ja, ich weiß. Ganz genau. Aber... Sie brauchen aber keine Angst vor mir zu haben, Mr. Songo. Kann ich Ihnen irgendwas zum Frieden anbieten? Ja, nee, wenn Sie zu mir kommen und sagen, Sie suchen mich, dann fühle ich mich wie ein Schwerverbrecher. Und denk, Sie jagen mich oder so. Nein, ich bin zwar... Nein, ich suche sie. Ich habe sie... Warum ich sie vorhin gesucht habe, war, weil wir uns nicht beenden konnten. Warum sie da unten so lange rumstanden. Was? Wo standen? Als wir unten am Pier saßen, zu zweit. Ja, da war ich arbeiten, ja, genau. Stimmt. Ich merke schon, wie sie sind. Was? Genau, und von dem Herrn auf die Polizei... Als sie auf die Polizei gewartet haben. Welche Polizei? Die steht ja hier. Sie wissen noch. Wo? Nee. Ach ja, egal. Belassen wir es dabei. Was egal. Mensch, wer ist denn das? Der O'Connor ist da. Der fängt viel Spionieren an da. Guckst du da? Huch. Komm. Ja, jetzt haben sie ihn verscheucht. Sie was war denn jetzt los? Jetzt ist er weg. Ja, genau. Wenn ich mal fragen darf. Ah, da ist er wieder. Ja, ist er wieder weg. Ja. Ja, Frau Officer, hallo. Kann ich Ihnen behilflich sein? Das geht aber nicht normal aufgetrieben, oder? Ja, Sie müssen schon sprechen, wenn Sie die Lippen bewegen. Bin kein Lippenleser. Nein. Ah, ich dachte schon, ich kann doch alles. Na, hören Sie mal, so gut bin ich jetzt auch nicht. Oh, doch, ich glaub schon. Was kriechen Sie denn hier rum, Herr O'Connor? Vielleicht hat der Herr O'Connor einen Hexenschuss. Oh, jetzt doch nicht. Ich hätte gemeint, weil er so gebückt geht, hat er vielleicht was am Kreuz. Mensch, Sie haben komische Leute hier, Krawaller.
Also das ist eine zwielichtige Stadt. Deswegen ist die Polizei auch hier so viel präsent. Präsent? Ja, ganz viel Multikulti. Wir haben schon ganz hier viele unterschiedliche Leute hier gehabt. Ganz viele unterschiedliche Kulturen. Ja, am Marktplatz ist gerne viel los. Herr Officer Jones, vor Ihnen steht nämlich der Hauptbootinspekteur Mr. Sungo. Ja, ja. Was für ein Inspektor? Ah, Sie oder was? Ich habe nämlich eine Frage. Ich habe ein Sie Boot. Sind der Bootinspektor. Ach so, scheiße. Ja, ja, guten Tag, Bootinspektor. Bitte, haben Sie Wünsche? Brauchen Sie was? Nein, ich habe derzeit keine Wünsche. Danke. Cool, bitte, gerne, immer wieder. Apropos, wir kennen Sie schon den Besitzer von Ipnik Renilrep. Mensch, wer kann das lesen? Aber da ist ein Bier drauf, das will ich haben. Ich glaube, Sie meinen, auf dem LKW steht Berliner Kindl. Was, können Sie nicht lesen? Sie müssen das von rechts nach links lesen. Hä? Wer liest denn von rechts nach links? Seite, Mr. Sungo. Hier steht's richtig. Da steht die von rechts nach links. Jetzt gucken Sie mal richtig. Oder muss ich Ihnen eine Brille kaufen? Schauen Sie. Ein I B N I K. Ipnik. Oder? Mr. Sungo, gehen Sie mal auf die andere Seite. Ja, haben Sie recht. Da steht es richtig rum. Ja, sag ich ja. Oh, der Bob. Bist du schwanger? Von Bob Lee? Oh nee, oh nee. Bob Marley. Nein, scheiße. Hallo Bob. Hi. Ja, Sie machen mir Angst, Herr Bob. Ich denke, das ist ganz lieber. Huch, jetzt habe ich ihn verscheucht. Der ist beleidigt, der geht nicht weg. Huch, bleib stehen, LKW! Bleib stehen! Stehen, bleib... Achso, der andere. Und der ist mir egal. Nicht mal machen, nicht vergessen, ja, Herr Connor. Danke. So, ich will jetzt ein Bier. Jetzt saufe ich mir ein Bier. Ich nehme mir eins aus dem Auto. Officer, Sie haben das nicht gesehen. Nein. Mr. Sungo, Sie können sich auch da vorne am Stand ein Bier kaufen, wenn Sie möchten. Ja, das ist nicht teuer. Nö, da steht ein Kackbier. Hier ist ein... Oh. Warten Sie mal, Brille aufsetzen. So. Lina. Haha. Ich hab mal eine Frage. Hallo? Was brauche ich, wenn ich Bier brauen möchte? Den LKW hier. Am besten noch eine zweite Person.